Hallo ihr Lieben, ich werde ab dem 1. September ein... Oh, da fängst du an ein Video zu machen, dann kommt die Große an und will natürlich gleich wieder mit drauf. Also, ich werde ab dem 1. September ein Experiment machen, wo ich auf einige Dinge verzichten werde und andere wieder in mein Leben einbringen werde. Dazu habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Ich werde das mal ablesen. Also 7 Dinge, die ich auf jeden Fall mal bleiben lassen möchte. Das sind zum einen im ständigen Meter irgendwelche Fäkalwörter, Schimpfwörter wie das schöne SCH-Wort zu verwenden oder sonst was. Ich denke, das ist ziemlich häufig, dass dieses Wort unbewusst verwendet wird. Dann habe ich in letzter Zeit sehr häufig wieder Fleisch gegessen. Das möchte ich auch definitiv wieder aus meinem Leben rausstreichen. Dann möchte ich versuchen, meine Schreiattacken mal ein bisschen runterzukriegen. Ich schreie doch relativ häufig die Kinder an, was definitiv nicht gut ist. Und ich möchte auf das Experiment zurückgehen, was Freunde aus der Business-Schule gemacht haben. Die haben mal 5 Tage lang gesagt, man soll auf den Kindern gegenüber nicht Nein sagen, sondern entweder, wenn es überhaupt nicht geht, das Ganze zu umschreiben, aber auf gar keinen Fall das Wort Nein zu verwenden. Das möchte ich auch machen. Und keine Süßigkeiten mehr. Ich möchte nämlich ein bisschen abnehmen. Und die ganze Zockerei auch bleiben lassen. Solche Sachen wie auf dem Handy mal hier ein paar wilde Klicks, mal dort ein paar wilde Klicks oder dann vielleicht auch WoW, was ich gerade wieder ein bisschen angefangen habe, auch wenn ich es jetzt nur RP-mäßig machen wollte, aber trotzdem nimmt es einfach zu viel Zeit vom Tag weg. Und ich sollte endlich mal aufhören, alles so persönlich zu nehmen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Absage bekomme, wir haben uns jetzt zum Beispiel auf einen Islandhund beworben gehabt, ein wunderschönes Tier, und die Frau hat mir dann eine Absage in der E-Mail geschrieben, wo dann drin stand, dass sie der Meinung ist, die Kinder sind noch zu klein und der Hund hätte keine Rückzugsmöglichkeiten, und ich habe da wieder lauter Sachen rein interpretiert, wie von wegen, na, du schaffst es ja garantiert nicht, 2 Kinder plus Hund unter einen Hut zu bekommen etc. pp. Und habe dann wirklich 5-6 Tage gehabt, wo ich mich psychisch total fertig gemacht habe. Das ist nicht gut für mich und das ist auch nicht gut für meine Umwelt, auch nicht gut für die Kinder, weil ich ja dann immer solche Aggressionen habe. Und das sind die 7 Dinge, die ich auf jeden Fall bleiben lassen möchte. Im nächsten Video seht ihr die Dinge, die ich machen möchte.